Ja, Frühstück beim Regen im Zelt. Ich bin heute Morgen wach geworden, habe aus dem Zelt geschaut und sehe diesen wunderprächtigen Himmel und dachte noch, ah, okay, ist bewölkt, aber wenigstens regnet es nicht. Und meine Gedanken wurden erhört und es fängt leicht an zu nieseln. Erstmal nur kurz und jetzt habe ich gerade einen Kaffee getrunken und jetzt fängt es schon wieder an. Es ist zum Glück nur ein leichter Regen. Ja, ich mache mich jetzt gemütlich fertig, pack meine Sachen und dann schauen wir mal, wie sich das Zelt bei Regen abbauen lässt. Was mich wundert, hier oben im Innenzelt sind immer wieder Tropfen auf dem Material. Es sickert irgendwie nicht durch. Ich frage mich, woher das kommt. Vorhin habe ich mal alles trocken gewischt. Ich dachte, das ist vielleicht Kondenswasser auch so ein bisschen. Aber jetzt sind die schon wieder da. Ich weiß nicht, das Außenmaterial hält einen Stich. Das ist zwar manchmal innen nass dann. Vielleicht sammelt sich das irgendwie am Gestänge oder nein, kann nicht sein. Keine Ahnung. Ja, genau. Ich hoffe, dass es halt besser wird jetzt. Ich esse noch ein Müsli, einen Apfel und dann packe ich langsam zusammen. So, ich bin jetzt gerade losgelaufen. Sorry für mein Felsisch. Ich habe es ja vorhin, glaube ich, schon erwähnt, dass es angefangen hat zu regnen, als ich aufgestanden bin. Mehr oder weniger. Jetzt war wirklich 200 Meter weiter eine schöne überdachte Hütte, wo ich hätte schlafen können. Dann wäre mein Zelt jetzt trocken im Rucksack. Das wäre eigentlich klasse. Jetzt trage ich nochmal bestimmt ein halbes Kilo Wasser mit mir rum, was auf dem Außenzelt hängt. Aufs Innenzelt ist ein klein bisschen nass. Es regnet immer wieder. Aber der Wald hier, der fasziniert mich. Es passt gerade richtig gut zum Regen. Es entschädigt ein bisschen. Überall tröpfelt's und ja, die Atmosphäre hier ist einfach klasse. Jetzt laufe ich mal weiter zur Burg Guttenberg. Schau da mal vorbei. Dann geht's weiter Richtung Süden, Richtung Bad Wimpfen. Ich hoffe, dass es heute mal kurz aufhört und ich ein trockenes Plätzchen habe, wo ich vielleicht das Zelt noch mal antrocknen kann. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Ich habe mal per Couchsurfing geguckt, ob ich irgendwo für heute einen Unterschlupf bekomme. Dann könnte ich mir Bad Wimpfen in Ruhe anschauen, ohne im Gewissen zu haben, dass ich eigentlich noch einen Schlafplatz brauche. Aber Bad Wimpfen ist, glaube ich, auch nicht so groß, dass ich da jetzt nicht mehr einigermaßen zügig rauskommen würde. Schauen wir mal, was der Tag so mit sich bringt. Und jetzt genießen wir mal den schönen, verregneten Wald. Es ist so geil.
Ich habe mir jetzt ein Zimmer genommen für eine Nacht, weil ich vorhin völlig durchnässt war. Die Jacke ist nur noch so halbdicht, die habe ich ja ein bisschen geflickt. Das Zelt war nass, die Schuhe waren innen nass. Das sind Schuhe ohne Gore-Tex. Und jetzt dachte ich, da ich eh einmal die Woche irgendeine Unterkunft eingeplant habe, mache ich das gerade heute. Und weiß, dass ich das nächste Mal, wenn es so dauerregnet, dass ich mich dann öfters unterstelle, beziehungsweise versuche, den Regen zu umgehen. Weil, es wäre wahrscheinlich gegangen. Es ist jetzt auch wieder ein bisschen trocken draus. Und ich hatte einen Unterstand gefunden, konnte mein Zelt einigermaßen trocknen dort. Aber die Schuhe, die wären einfach nass gewesen und die Jacke, die hätte sich auch nichts getan. Insofern habe ich jetzt mal ein bisschen rumgeguckt und habe hier das Gasthaus zur Traube entdeckt. Ist wirklich super. Das Zimmer kostet mich jetzt 46 Euro die Nacht. Ist aber eigentlich wirklich top eingerichtet. Es ist Seife da, es ist Duschgel da, Handtücher, wie halt im Hotel so üblich. Ja. So alles, was man braucht eigentlich. Es ist ein getränkfreies Haus, es ist Frühstück dabei. Das ist mein Zimmer hier. Ah, da hängt das Zelt noch zum Fertigtrocknen. Und wie man vielleicht sieht auf dem Film, die Linse ist auch ein bisschen beschlagen. Sogar die Kameratasche ist innen ein bisschen nass geworden, obwohl ich das Raincover drüber hatte. Und jetzt habe ich gerade mal geduscht. Und tut einfach mal gut, auf dem Bett zu liegen. Mal zu entspannen und zu wissen, dass man hier heute Abend herkommen kann. Ja, genau. Ich schaue mir jetzt noch Bad Wimpfen an. Ess gerade noch was. Es ist wirklich göttlich gerade. Whose soul